Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Good Company hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und als erstes erstmal eine Entschuldigung, dass ich jetzt die letzten Tage das hier nicht so regelmäßig kam, wie es ursprünglich kommt. Aber sagen wir mal so, der Bus-Simulator oder Bus-Mechanik-Simulator kam ganz überraschend rein und ich war ein wenig verwirrt und hatte dann deswegen ziemlich viel zu tun und ja, bin leider nicht dazu gekommen, das hier zu spielen bzw. dann auch aufzunehmen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. So, erstens das. Zweitens sollen wir jetzt hier 8 oder 10 pro Woche sollen wir produzieren. Ne? Also 8 haben wir schon, 9 haben wir jetzt hier. 10 Stück pro Woche produzieren. Von was denn? Produziere Spielkonsole mindestens einer Speicherbank. Genau, das war's. Wir sollen ja Speicherbänke jetzt mit unterbringen. Und die sind wir noch am Erforschen. Ja, die sind wir noch am Erforschen. Wir sind hier fleißig am Erforschen der Speicherbank. Läuft aber schon mal ganz gut. Ich glaube, wir arbeiten keine Punkte mehr mit ein. Moment, das muss ich gerade mal noch mit ein paar Punkte kann ich selber einmal arbeiten noch. So. Währenddessen gucken wir hier unseren fleißigen Arbeitern zu bei ihrer Tätigkeit. Hier oben sah es ihm gerade so aus, als wenn so ein bisschen die Versorgung mit den Rohstoffen etwas schwächlich ist. Da müsste ich, glaube ich, mal noch mal ein bisschen was tun im Logistikteil hier und müsste einfach mal sagen, ich hätte gerne zweimal Plastik hier und zweimal Elektronik, damit dann hier etwas mehr schon gelagert ist, damit er dann halt eben auch den Need immer in der Höhe hat. Und er das uns hierher bringt, denn wie wir sehen, jetzt ist nämlich keine Elektronik da und dann ist der Lagerarbeiter da ein bisschen überlastet. Wir könnten aber auch einfach noch einen einstellen und noch einen Lagerarbeiter dazu holen. Vom Geld her können wir uns das locker erlauben. Wir verkaufen momentan ja nicht schlecht, also bei unserem Preis kommen wir immerhin auf 8 pro Woche, die wir momentan haben. Wir können mit dem Preis noch ein bisschen runtergehen, aber der Marktreiz ist halt eben wirklich gering. Da müssen wir unbedingt die Speicherbank haben und unbedingt quasi die neue Sache auch dann mitproduzieren können. Also die Speicherbank dann durchproduzieren. Dann müssen wir hier oben wahrscheinlich noch einen Platz suchen, wo wir Speicherbänke machen. Damit wir hier genügend liefern können, damit die drei Bänke ordentlich Speicherbänke verkaufen können. Wir werden wahrscheinlich auch so ein paar Einzelteile hier nochmal wieder verkaufen gehen. Also hier zum Beispiel die Jungs, ne? Da werden wir dann mal da auch was abliefern zu. Das ist kein Problem. Momentan ist ja unsere Produktion echt hochgefahren. Wie sieht denn das aus, so eine Bilanz, wenn ich da jetzt noch mal ein bisschen runtergehe? Kann ich 11 verkaufen, 12 verkaufen? Probieren wir das mal, dass wir dann 12 loswerden jetzt. Und dann gucken wir mal, wie gut unser Gewinn dann ist. Das müsste ja gleich wieder soweit sein, ne? Wir haben nicht mal 12 Stück hier, oder doch 12 haben wir da. Wir haben sogar noch 3 mehr hier. So, zack, und nochmal 12 Stück verkauft. Sehr schön. Gewinn von 6.000. Läuft noch, ne? Marktreiz ist immer noch der gleiche. Okay, wir können nächste Woche auch wieder 12 Stück verkaufen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wie sieht es denn aus mit unserer Forschung? Ist sie denn fertig? Ne, 94% immer noch. Die haben hier noch Materialien, womit sie forschen können. Da müssen wir natürlich dann auch mal wieder welche nachlegen. Oh ja, da muss ich welche holen. Wie sehe ich denn aus hier? Wann bin ich fertig? Nervlich bin ich eh schon durch, aber dann auch ganz. Dann laufen wir jetzt mal hier zu dem Lager. Hinbewegen. Ne, eigentlich zu dem brauchen wir gar nicht. Ich müsste hier hin. Hinbewegen. Nehmen wir hier die Hälfte mit oder... Naja, nimm alles mit von mir aus. Gut. So, dann beweg dich mal hier hin. Und dann kann man hier nochmal die Hälfte davon rausnehmen. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns hier hin. Und schmeißen das hier rein und dann haben die erstmal noch ein bisschen was. So, die Forschung ist durch. Jetzt geht's natürlich, wir müssen da natürlich am Ball bleiben. Also ich bin auch jetzt so für die nächste Forschung schon mal zu haben und würde gerne auch einen doppelten Batteriepack hier noch erforschen. Und das am liebsten eigentlich noch, bevor ich das neue Teil bauen kann, damit ich vielleicht ein bisschen Platz spare. Aber wir müssen mal gucken, wie das denn hier mit dem Marktreiz wird. Bei 0,4 ist er immer noch. Also momentan haben wir immer noch die Möglichkeit, genügend davon zu verkaufen und Geld zu machen. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken darum, wegen der Speicherbank. Wir können aber schon mal die Produktion einer Speicherbank uns anschauen, wo wir die am besten produzieren können.
Was ist denn das mal für ein Geräusch hier? Ist das der hier unten? Liest er so komisch? Man weiß es nicht. Achso, ich wollte mich hier hinbewegen. Wollte hier ein bisschen was reinlegen. So, dann haben die erstmal wieder ein bisschen was zu tun. So, dann gehen wir mal weiter hier. Ihr habt kein Plastik. Was ist denn das für ein komisches Niesgeräusch hier mal? Okay. Hier ist wirklich Plastikmangel? Nö, das so. Verstehe ich ja nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Pübis, die hier was durch die Gegend tragen. Die sind, glaube ich, alle ein bisschen schwer beschäftigt. Hier haben wir jede Menge von den Knopfzellen. Da könnte ich mich eigentlich mal hinbewegen, könnte mal einmal so Knopfzellen mitnehmen. Brauchen wir gerade nicht dort. Haben wir hier im Lager? Das geht so. Was haben wir hier im Lager? Geht auch. Was haben wir hier im Lager? Oh, ist auch nicht doll was, ne? Was kann ich denn, was habe ich denn hier noch drin? Die Logikschaltung, ne? Bei der Logikschaltung, da könnte ich nochmal ein paar holen, ne? Logikschaltung und einfache Schaltung. Nimmst du auch einfache Schaltung? Einfache Schaltung nimmst du auch. Okay, dann bin ich jetzt gerade da. Dann nehmen wir davon noch die Hälfte mal mit. Dann gehen wir mal hier rüber, hinbewegen. Dann nehme ich hier auch nochmal die Hälfte von den Logikschaltungen raus. So, dann habe ich, glaube ich, wieder genügend, was ich hier hinten verforschen kann. Dann müssen wir mal gucken, was wir denn für den Speicher brauchen. Was wir da benötigen. So, zack. Und jetzt können wir hier ein bisschen was reinlegen. Knopfzellen können wir hier nicht reinlegen. Gut, dann werden wir die Knopfzellen dann gleich zum Verkauf mitbringen. Nochmal ein bisschen Geld nebenbei machen. Dann räumen wir hier das Lager nochmal aus, weil die kommen ja sowieso mal nach. So. Dann gucken wir, was wollen wir da noch. Noch irgendwas Tolles im Lager, was wir verkaufen können. Nee. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Hinbewegen. Schmeißen wir hier die drei Sachen da unten rein. Das bringt uns immerhin noch ein bisschen was. Ist nicht viel, was wir kriegen. Einmal 400, einmal 250. Oh, und 24 mal 70 ist schon ordentlich Geld, was wir da nochmal kriegen. So, wir gucken. Marktreiz ist immer noch 0,4. Wir sind immer noch bei 12 Stück pro Woche. Das ist ja nicht ein ganz guter Schnitt. So, wir können hier auch mal durch die Mitte laufen. Kann ich hier eigentlich Werkbänke reinstellen? Weiß ich gar nicht. Gucken wir doch mal, ob das gehen tun würde. So, wir gucken mal. Wollen wir Schaltung, integrierte Schaltung, Register-Array. Aber kein Speicher-Array. Wo kann ich hier den Speicher-Array bauen? Programmierbare Schaltung, integrierte Schaltung, Register-Array. Habe ich nur den Speicherbank da unten? 0,27 Tage. Ah ja. Okay. Wird jetzt alles in Tage gerechnet? Das ist neu. So. Okay, dann stellen wir das mal hier hin. Und gucken mal, wenn wir hier eine Speicherbank bauen wollen, was brauchen wir denn hier? Dann brauchen wir integrierte Schaltung, wir brauchen jetzt Register-Array und wir brauchen Leiterplatten. Okay. Na gut. Dann denke ich mal, brauchen wir dann erstmal nochmal eine Werkbank so. Dann brauchen wir hier eine. Und dann können wir ja hier noch eine machen. So. Du solltest mir das herstellen. Das sollte einfach aus Rohstoffen gehen, die wir schon haben. Und du solltest mir das Register-Array herstellen. Da brauchen wir dann den kleinen Registerspeicher. Den muss ich also auch noch vorher machen. Okay. Uff, kleinen Registerspeicher. Na, dann machst du hier den kleinen Registerspeicher. Nee, du machst den kleinen Registerspeicher. Du machst denn die Register-Arrays. Und du machst eine Speicherbank. So. Nun ist die Frage, reicht das aus, um dann genügend zu produzieren pro Woche? Das werden wir dann sehen. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Regale hier. Ich will für ein mittleres Regal erstmal an dieser Stelle hier. Welches für alle erreichbar sein sollte. Obwohl, das könnte man eigentlich direkt da stehen lassen. So, müssen wir bloß noch richtig rumdrehen. Moment. Oh, da keiner Zugang. So, müsste eigentlich für alle reichen, ne? So, dann gehen wir mal in die Logistik und sagen mal, du lieferst das an, das zurück. Und dann kommt die Speicherbank in dieses Lager, welches voll ist, weil wir dort davon 7 vorhalten. Machen wir bloß 6. So, und dann kann ich hier die Speicherbank auch reinliefern. So, okay, dann haben wir das schon mal da.
So, die Speicherbank. Das heißt, hier müssen ordentlich Chips hergestellt werden. Wir brauchen ordentlich Plastik. So, das heißt, wir brauchen von dem Regal aus Plastik hier oben. Wir brauchen vom Einkauf heraus das hier. Wir brauchen vom Platinenhersteller die Platinen dort. Und dann haben wir schon alles da. So. Dann brauchen wir jetzt Mitarbeiter einstellen. 1, 2, 3, 5, 6. So. Gib mir mal Status schlafend. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst erstmal dahin. Da drauf. Und dann müssen wir noch ein so ein Logistikteil setzen da oben. Wo ist denn dieser Logistik da? Ein so ein Logistikpunkt setzen wir hier oben noch mit hin. Und da stellen wir dann den anderen Mitarbeiter drauf ein. Der noch nichts zu tun hat hier. Warte, einer muss noch schlafen sein. Da drauf. So, gut. Also, jetzt können denn hier hoffentlich mal die Chips alle hergestellt werden und dann dementsprechend auch die Speicherbänke, dann die Registerbänke und danach ja die, der Speicher-Array generell. Gut, so. Ich hoffe ja immer noch auf die Batterie, dass das ich hier denn da, also dass ich das hier erweitern kann mit den Batterien. Ne? Also das Batteriepack braucht dann vielleicht noch irgendwelche Sachen dafür, aber dass wir das dann quasi hier einfach einen Chemietisch hier vorne davor stellen, dann geht's weiter. Ja, die nutzen hier auch die Mitte zum Durchgehen, ist erstmal ganz okay. Soweit, da gehen sie auch durch. Wunderbar, hier werden auch schon die ersten Speicherbänke rübergetragen. Ich bin begeistert. So. Gut. Ich denke mal, ich muss hier noch auf dem Logistik-Heini. Da hier ist sehr viel Logistik unterwegs und immer sehr viel Getrage. Ich glaube, wir stellen uns da nochmal einen ein. Mitarbeiter einstellen. Komm her, geh mal damit drauf. Dann ist hier ein bisschen mehr Logistik unterwegs. Vielleicht müssen wir auch den Logistikpunkt hier noch ein bisschen boosten. Da können wir auch nicht auch nochmal einen draufstellen. Komm, einer geht noch. Umso mehr Leute sich um die Logistik kümmern, desto einfacher tragen sie es durch die Gegend. Und mehr Wusel ist auch hier los. Also der Wuselfaktor ist ja noch dementsprechend größer. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Gut, wie sieht es hier aus mit der Forschung? Ich werde mich mal hier hinbewegen. Und werde hier mal selber noch wieder ein paar Punkte hinzufügen. Auch wenn wir nicht allzu viele haben. 60 brauchen noch, das ist die Grundlagenforschung. Also die forscht auch noch was rein. Das heißt also, ich werde jetzt hier nochmal 28 Punkte dazugeben. Die anderen macht sie da hinten. Und da zittert sie sich auch ordentlich einen ab. Wir haben auch weit über 100 Punkte noch zur Verfügung, die wir da reinforschen können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin begeistert. Das sieht sehr gut aus. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Naja, gut. Lassen wir das lieber mit der Musik. Ich bin nicht der Beste und nicht der größte Sänger hier. Das ja, musste ich leider Gottes schon schweren Herzens mehrfach mir sagen lassen. Ich singe ja gerne, aber ich kann es halt nicht. Ne? Das ist mein Problem. So, was schlägt er uns denn hier vor? Laufwege verkürzen und hier nutze mehr Regale um Logistikarbeiter. Ja, zeige. Ja, hier möchte ich gerne Laufwege verkürzen. Verstehe ich aber nicht ganz, weil eigentlich ist das wunderbar da drin. Also das ist mir... Du produzierst so viel Metallstab. Ja, das weiß ich auch. Das ist mir bekannt. So. Bing Bing macht da wieder hier. Das ist ja die das Forschungsgeräusch hier, ne? Und schöne Arcade-Maschinen hier geforscht werden. Sehr schön sieht das aus. Und hier oben haben wir dann eine Speicher-Array-Herstellung mit kleinen Oscar hier oben, der dann da ein paar Wellenlinien anzeigt und so, also dass sie da irgendwas überprüfen. Finde ich hier ganz niedlich gemacht. Also es ist schon sehr, 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 sehr geckig gemacht, muss man ehrlich sagen. So, wir machen hier mal ein Foto von unserer Speicher-Herstellung und dann werden wir mal gucken, was kann ich denn mit welchem Fisch kann ich denn jetzt... Achso, dann machen wir hier die nächste Forschung erstmal aktiv hier. Hier haben wir noch den verbesserten Batteriepack. Der kostet natürlich richtig was, was mit Stufe 7 und das ist noch ein Mikrocontroller. Da starten nochmal die Forschung des Mikrocontrollers, das dauert jetzt eine Weile. Den brauchen wir vielleicht eventuell noch für den letzten Schliff an unserer neuen Technik. So, die niest da unten wieder, jetzt gibt es schon wieder vier neue Berichte. Na gut. So, heißt also, wir gucken mal ganz kurz ins Baummenü.
und gucken da mal bei der Produktion. Wo haben wir bei dem Chemietisch haben wir die Doppelbatteriepack. Wunderbar, gleiche Produktionszeit. Heißt also, wir werden jetzt ganz kurz diesen Chemietisch einmal hier hin bewegen. Diesen dieses Lager dann hier hinstellen von mir aus. Und diesen Tisch dahin bringen. Und dann können wir da einen Chemietisch hinstellen, einen neuen. So, wie sieht's aus? Chemietisch. Rotieren. So, der Weg ist erstmal wieder zu. Dann brauche ich ein kleines Lager. Das stelle ich dann mal da dazu. So, an diesem Chemietisch soll hergestellt werden das doppelte Batteriepack. Dafür brauchen wir das Standardbatteriepack. Welches Batteriepack brauchen wir da? Batteriepack? Wir produzieren nicht mal das Batteriepack? Nee, selbst das produzieren wir noch nicht. Ach, guck. Muss ich ja noch einen Tisch daran stellen. Alles klärchen. Dann gibt es noch einen Chemietisch extra. Warte mal. Wo ist er? Chemietisch. Ein extra Chemietisch auf der Seite, würde ich sagen. Genau, so. Der greift damit auf das Lager zu. So, also du machst das doppelte Batteriepack, ne? Ja. Du machst das normale Batteriepack. Jojo, ist ja gut. Werde ich ja nicht andauernd. So, dann mal ein bisschen Logistik hier. Also, so. 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 Und von... hier bekommst du... Da. Achso. Hä? Ach, du brauchst das gar nicht? Aber das ist ja Blödsinn jetzt. Da kann ich die Tische ja komplett einsparen hier. Ah. Oh. Gut, okay. Nö, dann haben wir ja jetzt hier den Tisch. Müssen wir dann jetzt hier ein bisschen so... bearbeiten. Das kommt dann da drüben rein. Ja, ich weiß. Moment, wir nehmen noch einen runter. So. Das kommt dann da drüben rein. So. Gut, dann brauchen wir, dann kann ich die Produktion hier komplett wegreißen. Ne? Dann muss ich gucken, dass ich das Lager noch loswerde. Dann stelle ich den Tisch wieder dahin. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin, machen die Logistik erstmal aus, oder? Lass mal das noch rausproduzieren. Eigentlich ist das scheißegal. Alles, was über ist, das schmeißen wir weg. Können wir verhandeln. So, okay. Also, keine Verbindung mehr hier nach nix. So, du auch nicht mehr, ne? Genau. Du auch nicht mehr. Gut. Okay. Dann kriegst du jetzt geliefert von hier Chemikalien, Bretter, Plastik und von hier... Nee. Von hier gibt's Plastikteile. So. Und dann lieferst du die Batteriepacks dahin. Sehr schön. Gut. Okay, dann müssen wir jetzt ans Zeichenbrett ran als nächstes und müssen natürlich dementsprechend unsere Sachen dort verarbeiten. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Arbeiter. Dann müssen wir jetzt nochmal ihr sagen. Den Arbeitsbereich machst du nicht mehr. Du gehst jetzt dahin. Und welche Arbeiterin auch immer hier dran gearbeitet hat. Sehe ich das irgendwie, wenn ich... ich kann den ja einfach abreißen, ne? Ich kann jetzt einfach sagen, Tisch weg. Ah ja, da steht sie. Gut, die Mitarbeiterin geht dann da dran. So, und dann gehen wir dann mal hier hin und dann auf das Abreißen-Symbol und reißen das da ab. So. Und dann... gehen wir ans Zeichenbrett, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.